Bei der Spirale bringen wir die Kräfte des uns umgebenden Raumes mit denen in uns in Zusammenklang, um innerlich reicher zu werden. Bei der Stabübung Spirale bewegen wir den Stab in einer gleichmäßigen Spirale um den Körper, lassen den Stab aufsteigen bis zum Schlüsselbein, wobei er immer näher an den Körper kommt. Danach geht die Drehung weiter und der Stab sinkt gleichmäßig nach unten und kommt in der Anfangsweite unten wieder an. Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob der Stab gleichmäßig steigt nach oben, empfiehlt es sich, sich bestimmte Stufen im Körpergefühl ins Bewusstsein zu rufen. Ich nehme dafür meist den Beckenboden, den Bauch, die Brust und dann als Ziel das Schlüsselbein. Im Rücken für den Auf- und Abstieg habe ich den Po dazwischen, den mittleren Rücken und die Spitzen des Schulterblattes. Wenn Sie diesen Kreislauf durchlaufen, aus der Weite, dann gehen Sie jetzt gleichmäßig durch diese Stufen durch und fühlen, wann Sie da durchkommen. Und oben, wenn Sie ankommen, jetzt habe ich 7 Windungen gemacht, hören Sie nicht auf, sondern gehen Sie innerlich noch weiter. Also von hier angekommen, nach innen rein in Ihre Wirbelsäule, und spüren dann, wie es so ankommt in Ihnen, dass es Sie innerlich aufrichtet. Und dann machen Sie wieder weiter. Sie gehen hinunter, die Spirale, Rücken, Bauch, Po. Und jetzt kommen Sie ganz unten an, in der Weite. Und auch in der Weite, die versuchen Sie so zu erleben, dass sogar die Weite dann wie zurückwirkt und noch einmal innerlich die Vertikalität ausbildet. Und so wie die 12-teilige Stabübung mit dieser leichten Kraft uns in dem Raum um uns diese Quellen der Leichte abholen und wahrnehmen und in uns dann umsetzen lassen hat, so ist jetzt hier nächster Schritt, dieser leichte Raum, der uns umgibt, wird in der Übung an uns herangeholt, der spiralisiert sich an uns heran, zieht dann in dieser obersten Stufe in uns ein und wenn der Stab dann sinkt, dann ist das eigentlich jetzt in uns drin, was vorher außen war und gibt dem Innenraum eine andere Qualität, eine andere Durchlichtetheit und noch eine andere Farbe für unsere Selbstwahrnehmung. Jetzt schaue ich, dass ich mich selber spüre, wahrnehme und das in mir behalte. Und trotzdem weit werden lasse. Bei dieser Übung, die hier aufsteigt durch die verschiedenen Zonen, da kann man sehr schön so eine Art innere Tonleiter erleben. Und dann ist der achte Ton, die Oktave,
wie auch im Musikalischen, eine Art Erfüllung, die das Ganze plötzlich umfasst, von der Essenz her. Und wenn ich dann wieder weitergehe und umgekehrt den Stab sinken lasse, erlebe ich eine fallende Tonleiter.